Alles, was in der Welt der Traktoren und Schlepper Rang und Namen hat, trifft sich am Pfingstmontag in Ehingen im Hegau. Bekannte und weniger bekannte Marken haben hier ihr jährliches Stelldichein. Bereits lange vor dem offiziellen Beginn treffen die ersten der ca. 600 Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen ein. Die allermeisten selbstverständlich auf eigener Achse. Dabei sind 1 bis 2 Stunden Anreisezeit trotz verhältnismäßig geringer Entfernungen keine Seltenheit. Wie gesagt, das ist Steißlinger, das sind 8 Kilometer von Rotbein weg. Und da bin ich jetzt auch zentral. Vorher war ich in Frittlinger oben. Und da war die Strecke ein bisschen anders, wo ich daher gefahren bin. Aber so ist halt, wie gesagt, Stunde, 50 Minuten mit 45 Kilometer. Arthur Frey kommt dieses Mal mit seinem umgebauten NATO-Hanomag, der früher auf dem Flugfeld in Bremgarten im Einsatz war. Das ist schon echt die Rache, das ist der Hanomag ADK, der ist schon der Flugplatz hergestellt worden. Bei dem ist also ausgerichtet, hat er immer 5 Tonnen. Er ist ausgestattet mit Gussfelgen, hat eine 450 Kilo. Dann hat er die Turbokupplung. Dann so ein Regenteil hinter, gell? Hallo, Heinz. Und er war im Bremgarten bei den Flugplatz in Binnenstadt. Wir haben noch später erworben und so umgekommen, wir haben hier jetzt gefallen. Ein weiterer NATO-Hanomag, allerdings in Originallackierung, kommt aus Hinterzarten. Ich bin jetzt von Hinterzarten daher gefahren, ja. Anderthalb Stunden, 2 Stunden, das sind etwa 70 Kilometer. Der fährt 35 Kilometer. Viele der Teilnehmer kennen sich seit vielen Jahren und kommen regelmäßig nach Ehingen. Jawohl, ich war also bei den ersten Treffen dabei. Da waren noch 5, 6, 10 Fahrzeuge noch mehr, waren da sitzen. Und dann bloß also jährlich mehr. Wie gesagt, der MSC Motorsportclub Ehingen kennt auch gut, kennt Axel Riede gut und haben immer gut Verhältnis und mir gefällt es immer da. Das ist also ein super Treffen. Ich komme also wie gesagt schon 20 Jahre her. Und heute bin ich also mit dem Kramer 5 Kerpfer da. Früher fuhr ich am Kramer K18, da habe ich jetzt immer noch im Besitz, aber mit dem fahre ich inzwischen lieber. Viele Stunden Arbeit müssen investiert werden, bis so ein Fahrzeug wieder in neuem Glanz erstrahlt. Das Fahrzeug, was wir hier sehen, der D17, der kommt aus Bohlingen, den habe ich eigenhändig mitrestauriert. Und ist auch ein Fahrzeug, was wir quasi aus der Scheune als Scheunenfund gekauft haben, damals für 600 Euro. Und so wie er jetzt aussieht, hat er einen Wert von ca. 3.500. Ja. Hat sich also rentiert, dass man einen Winter mal Arbeit reingesteckt hat. Am Motor selber, der war kerngesund, also ist nicht viel gemacht worden. Aber rund um die Elektrik und alles ist das Fahrzeug komplett aufbereitet worden. Besonderen Eindruck auf jedem Treffen machen die Schlepper der Firma Lanz. Mit ihrem einzigartigen Motorengeräusch und ihrem bulligen Erscheinungsbild ziehen sie auch hier die Aufmerksamkeit auf sich. Gestartet wird selbstverständlich mittels Schwungrad. Nicht nur als Zugmaschine, sondern auch als Antrieb für unterschiedliche landwirtschaftliche Zwecke,
dienten und dienen die Schlepper. Über Transmissionsriemen lässt sich beispielsweise eine Dreschmaschine antreiben. Das gedroschene Korn wird dann in einem ebenfalls durch Riemen bewegten Schroter geschrotet. In Notzeiten kamen auch mit Holzgas betriebene Motoren zum Einsatz. Hier als Antrieb für eine Kreissäge. Ein Bericht über den Ehinger Oldtimer-Treff wäre nicht vollständig, ohne die Erwähnung der vielen PKWs, Motorräder und Lastkraftwagen. Auch hier eine Vielfalt an Marken und Modellen. Der Kleine mit der großen Schnauze ist ein Fiat Topolino. Direkt gegenüber ein Rolls-Royce. Für einen besonderen Sound sorgen die 8-Zylinder des Bugatti. Der Typ 44 war vom Bugatti, der ist gebaut worden, von 29 bis 34 ist er gebaut worden, der Typ 44. Und das war der am meisten gebaute Bugatti, 44. Wir haben ja damals in den meisten Fällen nur Chassis, Achsen, Getriebe, Motor ausgeliefert und dann die Karosserie. Die haben dann schon zum Teil auch Standardkarosserien angeboten, aber in den meisten Fällen wurden diese Karosserie von speziellen Karosseriebauern in ganz Europa nach den Wünschen der Kunden aufgebaut. Darum gibt es diesen gibt's als komplettes Dachaufbau hier. Da gibt es einen hinten wesentlich breiter mit mehr Platz hier. Und das nennen wir jetzt den Grand Sport, den großen Sport Karosserie. Dann gibt es auch richtig kleine Lieferwägen, so Pritschenwägen haben sie auch gebaut. Das sind alles 44er. Alle Fahrzeuge anzuschauen, geschweige denn vorzustellen, ist einfach unmöglich. Da hilft auch der Blick von ganz oben nicht weiter. Den wahren Eindruck erhält man ohnehin nur durch einen Besuch beim